What's up, liebe YouTube-Freunde? Eine weitere Folge Gravity Rush. Jo, keinen Plan mehr von der gesamten Steuerung und was wir als nächstes zum Tor haben, weil ich schon wieder so lange nicht gespielt habe. Aber egal. Ich weiß nur, was ich mal gemerkt habe. Wir gehen jetzt als erstes immer zu den Informationsding, weil ich das letzte Mal festgestellt habe, dass die dann auf einmal weg waren. Und wir wollen ja eigentlich so wenig wie möglich verpassen. Der Zorn eines alten Mannes. Okay. So. Ja, genau so ist es dann gegangen. Perfekt. Da irgendwie rauf. Sehr schön. Dann schauen wir, dass wir da hinkommen. Wir haben noch das letzte Mal ein bisschen geupgradet, wenn ich mich nicht ganz täusche. So. Und runter da mit uns. Dann schauen wir mal. Ein Gespräch anfangen. Sicher doch. Seit Alias hier aufgetaucht ist, gibt es nichts als Ärger. Die Stürme, die Navy. Wo bleibt die Regierung, wo bleibt die Polizei? Mpf, eine Bande von Faulpelzen. Da will ich nicht widersprechen. Besonders was einen bestimmten Polizisten angeht. Das heilige Juwel war unser einziger Schutz. Ich hoffe, Alias bekommt, was er verdient hat. Okay. Einen bestimmten Polizisten sprechen wir da schon an. Gut. Dann schauen wir da auch noch hin. Mehr Glück beim nächsten Mal. Das Navi ein. Wo ist denn das? Irgendwo da hinten. Ah, okay, ist hier schon. Hin mit uns. Ja, jetzt habe ich irgendeine Dame mitgenommen. Oh, ich sag's euch, ich bin vorher gerade mal aufgestanden. Ein Gespräch wieder anfangen. Was sagt man dazu? Ich stehe hier einfach, wie sie es gesagt hat, und zack, ein süßes Mädchen erscheint. Die Wahrsagerin hatte wirklich recht. Süßes Mädchen? Ich? Und was für eine Wahrsagerin? Ich hatte eigentlich auf blonde Haare gehofft. Vielleicht sollte ich noch einmal mein Glück bei Pandoras Schicksal versuchen. Auf blondere Haare, okay. Die sind doch eh schon voll blonde. Was? Du bist auch nicht gerade eine Granate? Echt, Alter, das kann so nicht sein. Da. Okay. Dann. Das Rote war die Hauptmission. Das sind die Herausforderungsmissionen. Genau, die haben wir das letzte Mal noch gemacht. Das war ja nicht so toll. Da ist der Gulli. Und das Blaue da unten, wenn wir da wieder gescheit hingehen, war eine Nebenmission. Dann werden wir uns natürlich mal so eine Nebenmission anschauen. Dienstmädchen Teil 1. Okay, bevor wir zur Hauptmission starten, da müssen wir irgendwo... Irgendwo runter. Und dann schauen wir halt einmal. Wo wäre denn das genau? Jetzt gehen wir einfach da mal runter, da kommt man rein, wie es ausschaut. Jo. Dann schauen wir halt da. Ob wir denn da irgendwo hinfinden. Kann man eigentlich da Kisten zerschlagen? Nö. Vielleicht hätten mehrere Schläge helfen, probieren wir es mal. Nö, auch nicht. Kann man nichts machen. Okay, da ist unsere Nebenmission. Und die beginnen wir mal. Papi, mir ist so kalt und mir läuft die Nase. Mein armer Junge, wirst du krank? So heftig kann meine Familie nicht mal ein Zuhause bieten. Das sind die von ganz von Anfang, die was mit uns fertig gemacht haben. Tut mir leid, Papi, ich wollte nicht jammern. Es ist nicht deine Schuld, dass wir das Haus verloren haben. Es ist... Ihr macht mich immer noch für die Sache mit eurem Haus verantwortlich? Oh, ich geb's auf. Was wollt ihr von mir? Geld? Du willst also endlich Verantwortung übernehmen? Dann weiß ich was. Drüben in der Villa suchen sie ein neues Hausmädchen. Die Bezahlung ist gut. Ein Hausmädchen? Die werden normalerweise nicht besonders gut bezahlt. Wo ist der Haken? Der Ehemann ist ein berühmter Schriftsteller und immer unterwegs auf der Suche nach neuem Material. Und die Frau, die dreht alleine in dem riesigen Haus ein bisschen durch. Für die Hausmädchen ist es hart. Melda nimmt sie richtig in die Mangel.
Wenn der Mann nicht da und weg wäre, würde seine Frau sich nicht so viele Sorgen machen und die Haushaltshilfen vergraulen. Hey, wir Männer brauchen unseren Freiraum. Wir können nichts dafür, dass wir so sind. Nein, Auean kann vermutlich nichts dafür, dass er Auean ist. Gut, ich probier's. Ich bin den Umgang mit unverschämten Leuten gewohnt. Das höre ich gern. Weißt du, ich beneide dich beinahe. Dieser Melder ist ein echt heißer Feger. Wäre ich jünger, würde ich mich selbst bewerben. Papi, warum würdest du für eine verrückte Frau arbeiten? Das verstehst du, wenn du groß bist, Eugi. So, Schifter, ist es abgemacht? Ja, abgemacht. Es wird schön sein, die beiden endlich loszuwerden. Okay. Tagebuch eines Dienstmädchens. Gut. Dann gehen wir zur Villa natürlich, wenn wir da unbedingt hingehen sollten. Wir müssen da wieder rauf. Bestehe den Einstellungstest. Oh je. Oh je, Leute. Das ist aber schon lange her, dass ich sowas machen habe müssen. Wieder irgendwo da her, dass wir da wieder irgendwo rauf können. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir wieder rauf finden da. Okay, gehen wir mal darüber. Müssen natürlich wieder aufpassen, dass uns das nicht auf einmal ausgeht und wir fallen. Aber ich glaube, da haben wir ja letztes Mal noch geupgradet. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder runter. Jo, dann schauen wir mal, ob wir den Einstellungstest bestehen. Hallo, sind Sie Melda, die Dame des Hauses? Die schaut schon besser aus. Ja, was willst du? Ich halte nichts von Wohltätigkeit, wenn du also... Was? Wohltätigkeit? Nein, ich bin wegen der... Und diese Kleider. Sie scheinen älter zu sein als du. Warum verschwendest du meine Zeit? Sag, was du willst, oder verschwinde. Also, es ist wegen der Stelle als Hausmädchen. Hausmädchen? Du, wirke ich verzweifelt genug, um Gesindel von der Straße einzustellen? Na gut, ich brauche etwas Ablenkung, also werde ich dir eine Chance geben. Ich habe noch nicht mal angefangen und denke schon über die Kündigung nach. Ich werde sie nicht enttäuschen, gnädige Frau. Ich stelle nicht einfach irgendjemanden ein. Du musst schon ein bisschen was über die Stadt wissen, sonst kann ich dich nicht gebrauchen. Wenn du einen einfachen Test bestehst, nehme ich dich vielleicht. Okay, was für ein Test. Wie heißt dieser Teil der Stadt? Ja, das haben wir dann natürlich. Und naja, welches Tier ist an der Statue zu sehen, die einst das heilige Juwel der Stadt beherbergte? Verdammt, ich weiß es nicht. So genau habe ich nicht geschaut. Was wird es sein, Leute? Das heilige Juwel der Stadt beherbergte. Was war denn das? Das Juwel haben wir ja geholt. Ein Fisch war es nicht. War das eine Taube? Jetzt probiere ich die Taube. Oh, scheiße. Die Statue, die im Brunnen der Stadt steht, zeigt einen Jungen und... Mann, oh Leute, hey. Katze, Krähe, Frosch, Fisch, Frosch, Schildkröte. Oh je. Ey, es ist ja viel zu lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Mir. Ja, es ist wieder. Der Brunnen. Auch nicht richtig. Womit hält man städtische Einrichtungen am Laufen? Die. Was waren die Energie-Juwelen? Na, das waren die kostbaren. Also wirklich, jeder Landstreicher weiß mehr über die Stadt. Ich weigere mich, jemanden so Nutzloses einzustellen. Nutzlos ich? Geben Sie mir noch eine Chance. Oje, oje, oje. Vielleicht bekomme ich dir. Ja, wir brauchen jetzt unbedingt die Antworten. Oh, das war natürlich nicht gut. Dann schauen wir da nochmal. Das heilige Juwel. Gucken wir da mal hin. Das ist natürlich jetzt genau das, was am weitesten entfernt ist, wahrscheinlich, gell? Ah, man ist echt nicht mehr weiß. Was denn da für Figuren drauf waren, Leute? Aber gut, egal, dann informieren wir uns halt. Haben wir da so einen
Berufseinstellungstest auch noch bestehen müssen. Ja, aber doch bei dem war ich schon. Können wir dazu wieder reden? Entschuldigung, wissen Sie, wo die Stadt ist, bei der das heilige Juwel der Stadt aufbewahrt wurde? Was? Das weißt du nicht. Das war drüben auf der Insel mit der Kirche. Die Jugend von heute hat wirklich von nichts eine Ahnung. Dort bin ich Alias zum ersten Mal begegnet. Wie konnte ich das vergessen? Ich wusste das. Es war mir nur entfallen. Gut, das habe ich eh gewusst, dass das dort war. Was können wir denn da nur mehr reden? Dann schauen wir nochmal. Okay, das ist nur das Gleiche. Warum? Sagst du es dann wieder an? Das kommt dann einfach auch verschwinden. Jo, das war. Genau. Da war die Kirche und da. Genau. Da, wo wir eigentlich vorher gerade gestartet sind, oder? Nein, sind wir gar nicht. Wir sind ja da in der Stadt wieder aufgewacht, gell? Was ist denn das? Ein Fisch oder was? Definitiv ein Fisch. Okay, mit dem hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass er Fisch ist. Gut. Dann gehen wir zu der nächsten Info, nämlich der braunen. Wenn wir aber eigentlich da sind, dann könnten wir das auch gleich machen. Ein bisschen sammeln. Angst, Leute, ich werde mich da jetzt nicht vorher auf Sammeltour machen, wie wir es in der einen Folge gehabt haben. Das tue ich nicht mehr. Ups. Ein Gespräch anfangen. Hey, hast du kurz Zeit? Kannst du mir sagen, wo der Brunnen mit der Statue ist? Du meinst, wo wir zum ersten Mal getroffen haben? Der ist hier rechts die Straße runter. Moment, wir kennen uns? Ich muss wirklich den Verstand verlieren. Danke für deine Hilfe. Genau. So, dann schauen wir, was haben wir denn da? Ein Frosch. Ups. Au. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ein Frosch. Und das ist doch, Leute, der pinkelt da oben. Frosch und Schildkröte. Und der, was pinkelt. Okay. Sehr gut, dann. Probieren wir es nochmal. Probieren wir es nochmal. Hey, was ist denn da los? Okay, dann gehen wir rauf. Au! Ah, geil. Die Steuerung. So, runter da. Im Hintergrund hat man gerade mein Handy gehört. Ich muss mir angewöhnen, dass ich das irgendwie auf lautlos tue oder so, wenn ich aufnehme. Es wäre wahrscheinlich besser. Reicht eh, wo man Timer hört. Okay, auf ein neues, auf ein neues, auf ein neues. Gnädige Frau, ich bin bereit, den Einstellungstest noch einmal zu versuchen. Du weißt wirklich nicht, wann es gut sein lassen soll. Ne? Na schön, ich gebe dir noch eine Chance. Okay, ja, das hatten wir ja richtig. Dann die Statue mit dem Juwel war dann ein Fisch. Jetzt hätte ich mich bald verklickt. Die Statue im Brunnen der Stadt zeigt einen Frosch und eine Schildkröte und eigentlich einen Mann, aber okay. Einrichtungen, das waren dann die heiligen Juwelen. Na, das waren. Was? Was? Hier haben wir doch die heiligen Juwelen gewandt. Okay, dann halt nochmal. Nö, ich möchte jetzt nicht nur mal. Hallo, komm. Wir probieren das einfach. Wir hätten das ja vorher einfach durchprobieren können. Aber. Okay. Bam bam. Dann hatten wir den Fisch. Und dann hatten wir den Fisch und die Schildkröte. Dann waren das die kostbaren Juwelen. Ich war voll der Meinung, dass ich vorher.
die heiligen Jubeln gemacht hat. Yeah, wir haben bestanden nach dem dritten Mal, aber alle guten Dinge sind drei. Humph, immerhin hast du ein bisschen was gewusst. Eigentlich weiß ich, dass es keinen Zweck hat, aber du bist eingestellt. Vielen Dank, gnädige Frau. Ich mache alles, was Sie verlangen. Versprochen. Einen Moment noch. In diesen Fetzen wirst du nicht für mich arbeiten. Ich erwarte dich pünktlich und ordentlich angezogen. Toll. Das Dienstmädchenkostüm haben wir erhalten. Oha. Oha. Oh, ist ja ganz hübsch. Ist ja eh ganz hübsch. Und eine Trophäe erhalten. Na, jetzt passt du wenigstens in deine Rolle. So, du solltest diese schrecklichen Sachen verbrennen, die du anhattest. Danke, gnädige Frau. Sahen meine Sachen wirklich so schlimm aus? Sie haben ein wundervolles Haus. Ich habe gehört, dass Ihr Mann ein berühmter Schriftsteller ist. Ist er heute hier? Nein, er ist nicht hier. Er ist nie hier. Und selbst wenn er hier wäre, würde er sich in seinem Arbeitszimmer verkriechen. Ich könnte ebenso gut mit einem Geist verheiratet sein. Ich verstehe. Ihr Mann scheint sehr beschäftigt zu sein. Fühlen Sie sich da nicht einsam in einem so großen Haus? Und wirst du dafür bezahlt, dich in andere Leute Angelegenheiten einzumischen? Ich bezahle dich nicht dafür, mich auszufragen. Ich bezahle dich für deine Arbeit. Vor der Tür findest du ein paar Sachen, die ich nicht mehr will. Bring sie nach hinten, damit die Müllleute sie wegschaffen können. Und trödle nicht herum. Ich hasse Herumtrödlerei. Nein, ich werde nicht trödeln. Warum hat sie das Zeug denn nicht gleich hinten rausgestellt? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Bring das Gerümpel rechtzeitig weg. Jo, dann machen wir das. Also, oh, fuck. Es ist so gegangen, genau. Aber wo hinten? Ist es dann da hinten irgendwo? Jo. Oh, Leute, erst. Ist schon wieder. Ja? Okay. Nervig, wenn es mit Zeit geht. Kann ich da mehrere Sachen mitnehmen? Nein. Doch. Nein, doch nicht. Oh, Leute. Das schaffe ich ja wieder nicht. Okay. Und zurück. Und das mitnehmen? Oh, das ist voll nervig. Dafür bin ich zu schlecht. Ich möchte... Ah, ja, sehr schön. Warum kann man das nicht einfach irgendwie leichter unterbrechen erst? Okay, das sind nur so viele Sachen. Schaffe ich ja nie. Okay, und das nächste hören wir uns wieder. Ich hasse Zeitspiele. Leute, echte. Warum renne ich eigentlich so schief? Hast du auch irgendwas nicht? Ja, sicher, weil ich immer noch nicht ganz am Boden bin. Ich sage ja, das funktioniert ja nicht gescheit. OMG, echte. So. Ja, wie gesagt, wir schaffen es natürlich nicht. Dafür komme ich echt zu wenig mit der Steuerung klar. Yeah, nice. Melda, was hast du die ganze Zeit gemacht? Ich habe dich gewarnt, keine Zeit zu verplempern. Du bist entlassen, super. Okay, wir müssen es nur mal probieren. Okay, wir sind aber ganz am Anfang natürlich auch den langen Weg gegangen. Ja, liegen lassen. Da können wir jetzt lang herum, da bis ich das schaffe.
So. Wir haben 2 von 10. Und wieder zurück. Sorry, wenn ich gerade nicht so viel rede, bin gerade konzentriert. Okay, jetzt stehen wir halt da nicht im Weg, oder? Oh Leute, das regt mich schon wieder auf. Ja, ja, ich weiß schon, wir sind da wieder nur irgendwie ganz komisch. Also ich check's nicht, warum kann ich nicht einfach nur mal rennen und das schweben lassen neben mir. Wäre mir viel, viel lieber. Als das, wo ich jetzt wieder nicht weiß, wo ich bin. OMG, echte. Passt mir jetzt wieder so. Ah, da nimm das jetzt mit, Schatz, ja? Okay, dann egal, dann werde ich das jetzt nur mal nicht schaffen. Aber. Aha, es geht eh so auch. Ja, so wäre ich natürlich viel, viel schneller. Och, Leute. Rausfinden muss man es halt. Rausfinden muss man es halt, ne? Okay, 20 Sekunden und nur 3 Sachen. Geht sich natürlich nicht aus. Aber fürs nächste Mal schaffen wir das jetzt. Viel, viel leichter so. Viel, viel leichter so. Okay, jetzt sind wir gleich wieder gefeuert. Yeah. Jojo, ich weiß schon, ich bin entlassen. Sehr gut. Nice. Und jetzt machen wir es richtig. Jetzt machen wir es richtig. Ich frage mich aber echt, ob ich nicht da einfach, weil ich muss dann immer da wieder auf den Boden ziehen, ob ich das nicht irgendwie unterbrechen kann dann. So, passt. Und wieder zurück. Denn das kostet alles Zeit. Und ist fast ein wenig nervig. Ja, ja, wir müssen nur den Rest. Wir schaffen das diesmal ganz fix. Wenn ich da nicht ständig doof herumfliegen muss. Aber das ist natürlich mit der Schwerkraft eine coole Idee ist und so. Aber ich hab da Probleme mit der Steuerung, weiß nicht. Aber okay. Und ich glaube, mehr Sachen auf einmal kann ich nicht mitnehmen, ne? Nicht, dass mir aufgefallen wäre. Jo. Was geht bei euch so? Bei mir ist gerade Sonntag, Wochenende. Leider gleich mal vorbei wieder. Über euch ein Wochenende. Das ist halt dabei, ne? So ein Wochenende vergeht immer viel, viel zu schnell, muss man sagen. Ui, nervig. Aber der Urlaub, er kommt immer näher. 2 Wochen noch arbeiten. Dann endlich. Okay, jetzt schaffen wir es fix. Jetzt geht uns da nichts mehr daneben. Alles schön so richtig im Weg, wie es steht, gell? So wie ich es aufgeladen habe. Aber egal. So, haben wir jetzt als Dienstmädchen dann jedes Mal irgendwas mit der Zeit zu machen. Okay, alles fertig. Mein Timer läuft auch. Gut, das ist erledigt. Bring mir jetzt etwas Süßes. Ohne meine Süßigkeiten werde ich launisch. Das bist schon die ganze Zeit, Mädel. Da wette ich drauf. Was soll ich Ihnen bringen? Den Melder Spezial Eisbecher. Ich habe ihn selbst erfunden. Ein Berg Vanilleeis, darauf ein edler Keks, bedeckt mit fruchtiger Marmelade und mit Flocken von Bitterschokolade bestreut.
Du solltest mir lieber genau das bringen, was ich verlange. Mach keinen Fehler. Ich habe die Bestellung schon beim Eisstand drüben bei der Zugbrücke aufgegeben. Sie wird in einem speziellen Karton sein. Sieh zu, dass es ein Keks mit Pfefferminzschokolade ist. Oh, und ich mag nur die Marmelade von dem Stand mit dem Wachhund. Die Bitterschokolade muss von höchster Qualität sein. Sie muss aus dem Laden stammen, vor dem die jungen Frauen immer Schlange stehen. Jetzt beeil dich, wenn du meinen Eisbecher schmelzen lässt, kommst du lieber gar nicht erst zurück. Eis, Keks, Marmelade und Schokolade. Ihr Wunsch ist mir Befehl, gnädige Frau. Okay. Die nächste doofe Aufgabe sozusagen. Ja, Leute, aber an dieser Stelle, nachdem der Timer gegangen ist, werden wir hier beenden. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es ja schon, lasst es Daumen da. Damit unterstützt ihr mich volle Kanne und würde mich echt drüber freuen. Auch über Abos und natürlich Kommentare. Und somit bis zum nächsten Mal. Tschüss.